scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und jetzt kommen wir zur nächsten Impulsgeberin. Das ist Danielle Marie Armstrong und sie war das letzte Mal schon dabei und wir sind heute auch sehr gespannt wieder auf ihre Impulse. Sie sagt, wer wagt, beginnt. Und sie ist Lebensdramaturgin, Astrobiografin und Berufungsexpertin. Liebe Danielle, du bist Berufungsexpertin. Und sie spricht aus Erfahrung. Über 2,5 Jahrzehnte war sie in der Film-, TV- und Theaterbranche tätig. Als Dramaturgin, Drehbuchlektorin, Skript- und Creative Consultant. Der Tag, an dem ihr in einer Traumvision der Name Daring Hood gezeigt wird, bringt die große Winde und all ihre Talente in eine Berufung zusammen. Seit 17 Jahren ist sie heute in ihrer Münchner Praxis tätig, gibt die Kernessenz ihrer Erkenntnisse über Berufung finden, Selbstverwirklichung, dem Ruf folgen, ein erfülltes Leben wagen, rote Fäden der Biografie, innere Orientierung und nächste Wagnisschritte als Mentorin an ihre Klienten und Klientinnen weiter. Ihr Motto bleibt konsequent und klar. Encourage to dare progress. Dare and do. Und ihr Thema, das ist klug. Denn Gewinner erkennt man am Start. Nutzen Sie 6+1 Bewusstseinsetappen für Ihre Neuorientierung im Selbstcoaching. Schärfen Sie Ihr Bewusstsein von den ersten kleinen Schritten, damit Ihre 7 Sachen auch sicher zum Erfolg führen. Möge Ihr Progress glücken. Liebe Danielle, Marie, die Bühne gehört dir und das Mikrofon. Wir freuen uns sehr. Herzlichen Dank, liebe Martina, für deine Einführung und herzlich willkommen alle, die heute beim Impulsetag X da sind, zu meinem kleinen Impuls in 7 knackigen Minuten mit dem Titel Der Pyramidenkompass. Und wir alle befinden uns in einer globalen Situation, in der wir uns neu ausrichten, zumindest das, was im Außen geschieht. Und das, was ich heute mache, ist das, was wir tun können, bevor wir den ersten Schritt nach draußen gehen, bevor wir überhaupt einen ersten Schritt machen. Und ich teile jetzt meinen Bildschirm an alle Teilnehmer. Ich glaube hier. Stimmt das? Passiert bei mir nichts. Interessanterweise probiere ich es noch mal. Wir sehen auch noch nichts. Jetzt. Super, jetzt kommt was. Prima. Muss ich nur gucken, dass ich hier navigieren kann. So. Sehr gut. Die Pyramide an sich, über die könnte ich sehr viel und sehr ausführlich sprechen, tue ich heute nicht so ausführlich, wie ich könnte. Eines möchte ich sagen, eine Pyramide hat 4 dreieckige Seiten und unten ein stabiles Fundament. Das ist die klassische mathematische Erklärung für eine Pyramide. Nicht zu verwechseln mit einem Tetrapack oder Tetraeder, der hat nur 3 Dreiecke und unten auch ein Dreieck. So, nur damit wir die gleiche visuelle innere Darstellung haben. Der Pyramidenkompass bringt dich einen entschiedenen Schritt tiefer in dich hinein, und zwar vor dem ersten Schritt. Und das ist die Standortbestimmung. Dein Standort hat mit deiner Bestimmung zu tun. Denn dein Bewusstsein über das, wo du dich bewegst und der Ort, an dem du dich befindest, ob das dein Bewusstsein ist, ob das deine reale physische Gegebenheit ist,
ist wichtig, um das Stimmige, deine Bestimmung, das Bestimmtsein, also wirklich zu wissen, wohin es geht, auch orten zu können und dir Klarheit zu verschaffen, wo die Reise für dich aktuell hingeht. Der Stand ist wichtig und die Ortung. Und das erste Richtungspaar, mit dem ich euch an die Hand nehmen möchte, ist die Richtung 1 und 2. Das ist die Richtung von oben, die Pyramide, die von oben kommt und dein Bewusstsein schärft, was ist meine Bestimmung? Wo bin ich geführt? Was geschieht? Was geht mir leicht von der Hand? Wo fühle ich mich wie geführt? Anstatt wie diese Ameise hier diesen Sisyphus-Stein immer wieder nach oben rollen zu müssen und der rollt dann wieder zurück, sondern wirklich das Gefühl zu haben, dir wird eine Hand gereicht und du kannst diesen Berg nach oben gehen und es glückt, es gelingt. Du fühlst dich eingenordet. Ja? Wir könnten auch sagen, den Nordstern finden. Die zweite Pyramide ist die, die unten ist. Ja? Also die ein stabiles Fundament hat, hoffentlich ein Fundament hat und wo du tatsächlich nach innen gehst und sagst, wo stehe ich jetzt? Wie ist meine Realität? Bin ich verunsichert? Habe ich meinen Job verloren? Bin ich komplett orientierungslos? Worum geht es jetzt? Was ist jetzt wichtig, um ein stabiles, sicheres Fundament, was jetzt wichtig ist, in dem ersten Schritt zu generieren? Pyramide von unten, das Fundament. Ganz klar, real einen Check machen. Dann, wo bin ich? Was ist jetzt dran, wo ich geführt werde? Um in die nächste Richtung zu kommen, nämlich die von links nach rechts. Also, was nehme ich, was möchte ich jetzt in mein Leben nehmen oder holen? Was möchte ich zu mir nehmen? Was war zu viel? Wo habe ich mich überfordert? Was möchte ich nicht mehr nehmen? Was ist ein klares Nein, ist ein klares Ja? Wohin die Reise geht. Was bin ich bereit zu geben? Habe ich zu viel gegeben? Zu viel gearbeitet? Zu viel verschiedene Dinge parallel gemacht? Was habe ich überhaupt zu geben? Und das wirklich nach innen zu nehmen. Was möchte ich nehmen in mein Leben? Was möchte ich geben in meinem Leben? Und darin eine Balance finden. Das wären die dritte und die vierte Pyramide. Die fünfte und die sechste Pyramide beziehungsweise die Richtungen sind die von hinten. Ja, was habe ich erlebt? Was habe ich erfahren? Wo bin ich Experte oder Expertin? Was war meine Biografie? Wo sind meine roten Fäden? Was hat mich an den Punkt gebracht, an dem ich jetzt stehe? Ich gehe nach hinten, aber die Pyramide, die von hinten kommt, das ist das, was ich vorne sehen kann. Die Spitze der Pyramide, die ist vor mir. Das heißt, meine Vergangenheit prägt meinen Fokus vorübergehend über eine mögliche Zukunft. Aber die Vergangenheit ist das, was ich vorne sehen kann. Das Unbekannte liegt hinter mir. Und das ist die Zukunft oder die Zukunftsvision oder die Perspektive, die Pyramide, die von vorne kommt. Die ragt mit ihrer Spitze nach hinten, da wo ich für gewöhnlich gar nicht hinschauen kann, außer ich habe einen Rückspiegel, wie hier wunderbar in dem Gefährt, in diesem Auto, und oder eine kleine Geschichte aus Mexiko. Die Zauberer dort, die haben ihre weiten Hüte, ihre Sombreros, und da haben die sich teilweise, also die so als große Zauberer oder Zauberer agieren, kleine Rückspiegel dran gemacht. Und wenn die wirklich eine Vision für sich klären wollen, dann laufen die rückwärts. Die laufen rückwärts den Berg rauf, die laufen rückwärts an einem Abgrund entlang und sind sehr geführt. Die machen wirklich
langsame, kleine, sehr bedachte, sehr bewusste Schritte und manövrieren so, dass sie nicht die Sicht haben, sondern eher das Gefühl, das Geführtsein in das Neue, in das Unbekannte zu gehen. So wird das jetzt sehr aktuell, sehr präsent. Und die siebte Richtung, das ist eine Perle, die aus diesem Prozess der Pyramiden, die dein Bewusstsein schärfen, über diese sechs Richtungen, die du nach innen holst und in diesem Prozess, wie das Sandkorn auch, dreht sich dieses Sandkorn im Meer, in deinem Bewusstsein, in deinem Unterbewusstsein bis ganz tief in die Tiefsee, dass du etwas für dich heben kannst aus deinem Innersten, was dir Führung schenkt für das, was du zu geben hast in dieser Welt. Und das nenne ich die köstliche Perle. Und wenn du, das ist interessant in der Geometrie, alle diese sechs Pyramiden zusammennimmst, hast du einen Würfel. Und ein Würfel ist das stabilste und sicherste an platonischen Körpern, die wir kennen, weil wenn die Würfel gefallen sind, er steht stabil, egal wie du ihn drehst. Bei einer Kugel, wenn du etwas in Bewegung bringen musst, die Perle, die im Inneren dieses Würfels ist, die darf sich immer um 360 Grad drehen, um alle Möglichkeiten zu eruieren. Die Sicherheit ist wesentlich, dass du den Fokus und die Ortung, deinen Standpunkt wirklich verorten kannst. Und einer meiner Leitsätze seit vielen Jahren lautet: Ohne Standpunkt kein Radius. Und wenn dieser Prozess geglückt ist, dann geht diese Perle auch nach außen. Dann ist es der richtige Zeitpunkt, nach draußen zu gehen, in Bewegung zu bringen, mitzuteilen. Und interessant, der Jean-Marie hat in seinem Beitrag von diesen neun Etappen gesprochen. Und die entstehen interessanterweise aus diesen sechs Pyramiden, die nach innen gehen und einen Würfel bilden. Kann man, wenn man das nach außen, wenn man diese Pyramiden von der jeweils gegenüberliegenden Seite nach außen weiterführt, entsteht ein Oktaeder. Und dieser hat im Zentrum wieder eine Kugel. Also acht Seiten und das neunte, das diese Vollkommenheit, ist sicher gehalten im Inneren. Und so spiegelt sich an diesem Pyramidenkompass möglicherweise das gesamte Leben ab. Körper, Seele und Geist im Einklang. Also wenn du diese sechs Pyramiden anders nochmal zusammennimmst, die Richtungen, hast du eigentlich drei Oktaeder, mit denen du navigieren kannst von Vergangenheit und Zukunft, geben und nehmen und hier sein, präsent sein und geführt sein. Und so hast du Co-Kreation auf drei Ebenen, hast eigentlich drei Kugeln, die dich führen. Und Standortbestimmung vor dem ersten Schritt ist klug, denn der Tag X kann jeden Tag bei dir anklopfen und wichtig sein. Und mit dem Pyramidenkompass möge Ihnen, euch, dir der Progress an jeweils deinem, ihrem, eurem Tag X glücken. Das wünsche ich euch. Danielle Marie Armstrong, Berufungsexpertin, Astrobiografin und Lebensdramaturgin.